Lieber Weihnachtsmann, was machen wir denn heute? In der Weihnachtsbäckerei. Das hast du schon mal gesungen. Ja, aber woher soll ich denn wissen, was ihr heute backen sollt? Meine Kernkompetenz liegt schließlich in der Lieferung. Orakel? Orakel? Oh nein, das Orakel ist ein Arschloch. Freunde, hier ist wieder ein Video für euch, wo wir nicht wissen, was wir machen und ihr nicht wisst, was wir machen. Das heißt, es gibt eine Orakel-Challenge und auch unser erstes Weihnachtsvideo dieses Jahr. Yay. Aber wie wollen wir eine Orakel-Challenge machen, wenn hier gar keine Zutaten sind? Ha, vielleicht kann da der Weihnachtsmann aushelfen. Weihnachtsmann! Ja, ho, 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 ihr habt gerufen. Rudolf, stell dich auf den Parkplatz da hinten. So. Ich habe in meinem großen, prall gefüllten Sack Zutaten für euch mitgebracht. Ihr müsst 5 jeweils dort rausholen. Mein Arm ist zu kurz. Okay, so, es ist... Ja, Gewürzgurken, mein Lieblingsgeschenk. Außerdem gibt es Prinzessbohnen. Mmh. Und jetzt so Schokokekse. Außerdem Blattspinat. Ein grüne Weihnachten. Früher wollte man weiße Weihnachten, grüne Weihnachten. Champignons und... Pekannusskerne. Geil, on. Du hast deine 5, dann gehe ich jetzt hier auch mal rein. So, was haben wir hier? Eine Zwiebel. Gut. Sofort essen. Sofort essen. Ein Apfel. Okay. Passierte Tomaten. So, was haben wir hier? Ahornsirup. Okay. Ja, okay. Oh, was hat mein Fangarm da gefunden? Das ist riesig. Man wollte immer die größten Geschenke. Rotkohl. Ein Rotkohl. Das könnte alles schlimmer sein, glaube ich. Danke, lieber Weihnachtsmann, für die Geschenke. Dann werde ich mal los. Es gibt auch noch andere Leute, die kochen wollen. Okay. Rudolf. Tschüss. Tschüss. So, Rotkohl mit Apfel, Zwiebel, Ahornsirup ist klar, oder? Ja, also ich finde, es geht schon alles irgendwie zusammen. Bis auf die Tomaten, die sehe ich irgendwie noch nicht so in diesem Kontext. Aber wie immer können wir uns zwar Gedanken machen, aber entscheiden wird das Orakel. Und deswegen fragen wir jetzt einfach mal, dürfen wir den Rotkohl raspeln? Wenn es sofort essen kommt, dann sterbe ich. Schredder! Perfekt, noch besser. Der Schredder! Schon generell, Rotkohl ist einfach so ein geiles Gemüse. Ja, Kohlgemüse. Guck mal, wie es aussieht. Überkrass. Ja, wirklich. So. Ich will hier schreddern. Schreddern. Sie haben mir ins Gesicht geschreddert. Oh. Das ist eine Straftat. Lieber Weihnachtsmann, wir wünschen uns einen größeren Schredder. Was ist, wenn wir die Zwiebel aufschreddern? Safety first. Ja, ich dachte, ich frage mal nach dem Apfel. Ah ja, gut. Zum Beispiel. Dürfen wir den Apfel klein machen? Schredder! Was? Nochmal? So, ich schneide den Apfel auch mal in, sagen wir mal, Stücke, die schredderbar sind. Freust du dich schon auf Weihnachten dieses Jahr? Ich freue mich immer auf Weihnachten. Bist du schon in Stimmung? Ja. Ja. Ja, aber bei mir ist es auch so 31. Oktober, 1. November und dann werfe ich alle Skelettsachen weg und hole alle meine Weihnachtssachen raus. Schon ab November? Na klar. Du lebst eigentlich nur von einer Dekorationszeit bis zur nächsten Dekorationszeit. Ja. So, Apfel rein in den Schredder. Aha. Das schreddert doch wie ein junger Gott. Wir haben jetzt noch die Zwiebel. Mm. Fragst du? Bei mir kommt wieder nur sofort Essen. Ich bin einfach so traumatisiert vom letzten Mal. Sollen wir die Zwiebel klein machen? Und zum Kochen benutzen. Der Weihnachtsmann. Man entscheidet. Weihnachtsmann! Rudolf, stopp! So, ja, was gibt's denn? Lieber Weihnachtsmann, sollen wir diese Zwiebel klein machen und für den Rotkohl verwenden? Das macht Sinn, aber es ist mir noch nicht genug fröhliche, weihnachtliche Stimmung hier. Drum singt dabei doch ein schönes Lied.
Und zwar O Tannenbaum. Das wäre mir recht. Okay. Viel Spaß. Okay. Rudolf! 1, 2, 3. O Tannenbaum, wie schön sind deine Zwiebeln. Es tränt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn man kreist. O Tannenbaum, wie schön sind deine Zwiebeln. So, dürfen wir das alles zusammen in einem Topf kochen? Sofort essen. Alles rein! Oh. Sehr gut. Wir brauchen halt eigentlich noch was zum Ablöschen. Das ist das Problem, ne? Also wenn ich nehme aber Wasser. Also es war ja alles rein, also mache ich einen Schluck Öl rein. Ja, das war erlaubt. So, Sonnenblumenöl, weil ich glaube Olivenöl wird es jetzt nicht so geil im, im Rotkohl machen. Ja, Geschmacksträger! Ja, hast du jemals richtig, richtig Rotkohl gemacht? Ja, schon ein paar Mal. Echt? Hier sogar schon. Wenn ihr das sehen wollt, gerne hier oben auf i klicken. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht zu abonnieren und die weihnachtlichen Glöckchen zu läuten. Ting, 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 ting. Schön andünsten. Genau, bis sie glasig werden. Und dann gehen wir einfach mit dem Rest rein, geben den ordentlich Feuer. Und irgendwann machen wir dann einen Schluck Wasser drauf. Und dann lassen wir das vor sich hin kochen. Okay, so eine Gewürzgurken-Champignon-Tomatensoße mit angedünstetem Blattspinat auf den Prinzessbohnen. Ich versuche immer noch die Tomaten wegzuignorieren. Aber die müssen ja irgendwo hin, du kannst sie ja nicht austrinken. Aber man könnte sie auch auf keinen Fall benutzen. Könnte, ja. Apfel dazu. Gewürze waren alle erlaubt, ne? Dann würde ich nämlich jetzt schon mal salzen. So ein bisschen Salz. Halt, ich habe nicht gesagt, dass gesalzen werden darf. Ich dachte, das ist schon immer erlaubt. Nein, da irrst du dich aber. Du kannst salzen und um den doofen Weihnachtsmann zu ärgern, sagst du jetzt vor jedem Satz, ach du dicker Weihnachtsmann. Ach du dicker Weihnachtsmann, das muss ich jetzt den ganzen Tag machen? So lange, bis ich dich stoppe. Ach du dicker Weihnachtsmann, okay. Ach du dicker Weihnachtsmann, dann lassen wir das jetzt mal hier köcheln. Köcheln. Möchtest du fragen, ob du die Tomaten ignorieren darfst? Ach du dicker Weihnachtsmann, dürfen wir die Tomaten wegignorieren? Sofort essen. Wow. Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Tomatensaft ganz fürchterlich finde. Echt? Richtig schaurig. Orakel, dürfen wir salzen und pfeffern? Na gut. Ach du dicker Weihnachtsmann. Möchtest du Salz und Pfeffer? Bitte. Stößchen. Cheers. Frohe Weihnachten. Respekt. Ach du dicker Weihnachtsmann. Das war eine sehr gute Leistung. Du darfst aufhören, du dicker Weihnachtsmann zu sagen. Aber ach, muss ich noch sagen? Bleiben wir beim Ach. Ach. Ach, ich weiß nicht, ob die Zwiebel schlimmer war oder Knoblauch oder das war schlimmer. Wirklich? Oh, schlimmer. Okay, ich bin wieder am Start. Ach, du bist noch dabei. Ich finde das total beeindruckend, wie Leute Sachen einfach so durchlaufen lassen können. Ich kann das nicht. Gut, dann wie machen wir denn jetzt weiter? Ach, ich würde sagen, wir könnten mal fragen, ob wir die Champignons kleiner schneiden dürfen. Ja. Weihnachtsmann! Ja, Rudolf, stopp! Oh, ja, was gibt's denn? Ach, du dicker Weihnachtsmann! Was? Dieses, Entschuldigung. Dieses Mistkerl von Orakel, wenn ich dich erwische, ich sag's dir. Ach, Weihnachtsmann, dürfen wir die Champignons klein machen? Aber natürlich, meine Lieben. Vielleicht könnt ihr aber für mich ein paar schöne Sterne daraus ausstechen. Nur zu meiner Freude. Ach,
Ach, Weihnachtschampignons. Genau, und dazu singt ihr ein schönes Lied. Und zwar Jingle Bells. Das möchte ich jetzt gerne hören. Und tschüss. Gut. Eins, zwei. Champignons, Champignons, Champignons auf Kohl. Mit viel Stern und Glitzer drauf. Ja, das ist Champignons auf Kohl. Yay. Guck mal. Wow. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Voll hübsch. Orakel, kann ich jetzt mit dem Ach aufhören? Okay, okay. Ich habe genug Ach gehört. Ach, danke. Guck mal, das sieht eigentlich witzig aus. Die Reste hier kann man trotzdem noch verwenden. Ja. Aber wir haben diese wundervollen Weihnachtsoktopoden. Der Weihnachtsoktopus, wer kennt ihn nicht? Oh, Weihnachtsoktopus, was bringst du mir? Tinte! Guck mal, ein Parasol. Das sind übrigens meine ersten Weihnachtsplätzchen dieses Jahr. Vielen Dank dafür. Du nimmst jetzt die Reste und machst da die Sternchen draus. Das ist ja schlau. Gibt es eigentlich eine Weihnachts-CD bei dir, die du, oder Kassette, die du jedes Jahr hörst, während du irgendwas zur Weihnachtszeit machst? Ja, wir haben tatsächlich diese ganzen alten Frank Sinatra Sachen. Mhm. Und auch, oh Gott, wie heißt der andere? Gibt's ein paar. Bing Crosby. Ah, ja. Aber ich muss natürlich sagen, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Wow. I love it. Bei dir? Ella Fitzgerald mit den Weihnachtsliedern, weil mit Ella bin ich quasi groß geworden, weil meine Mutter ganz großer Ella Fitzgerald-Fan ist. Mhm. Was ist denn euer Ultimate Christmas Song? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Also wir schmeißen jetzt den ganzen Rest einfach in eine Tüte und dann gibt's morgen Frikassee. Ja. Gut, so, wir räumen jetzt mal auf und dann wird weiter gedreht. Ja. Ich würde jetzt den Ahornsirup da reinmachen. Auf deine Gefahr. Das ist deine Gefahr, du hast es vorgeschlagen. Das heißt, du musst was dazu machen, was das Orakel sagt. Also, wir dürfen es reinmachen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber wenn, dann auf deine Gefahr. Na gut, ich würde dann jetzt fragen, ob ich die Pekannüsse karamellisieren darf. Du machst diesmal. Ich will nicht immer die Verantwortung des Drehens haben. Schreddern! Da mache ich meinen Schredder sauber. Also, ich wollte jetzt wissen, ob ich die Bohnen präparieren darf. Komm, 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 komm. Edgar-Fragen! Oh, Edgar-Fragen. Aua! Nix! Man hat mich gezwungen, diese riesige Mütze aufzusetzen. Worum geht's? Ich wollte fragen, darf ich diese wunderschönen Böhnchen so präparieren, dass man sie auch essen kann? Also Kopf und Kopf ab. Kopf ab klingt gut! Mach das mal! Und hoffentlich darf ich die Mütze jetzt wieder absetzen! Nein, darfst du nicht! Oh Mann! Das war ziemlich schmerzfrei einfach. Aber war klar, dass ihm Kopf abgefällt. Ja, stimmt. So. Ach so, ich habe ja nur gefragt, ob ich die Nüsse karamellisieren darf, aber nicht mit was. Das stimmt. Darf ich den Ahornsirup zum Karamellisieren benutzen? Auf keinen Fall! Dann musst du halt Zucker nehmen. Zucker und Wasser, ja, geht ja nicht anders. Ah ja? Zucker zählt ja als Standardzutat. Ich glaube, das reicht hier an grünen Schnittbohnen für unser kleines Dekogericht. So, also. Zucker in die Pfanne und dann so viel Wasser drauf, dass der Zucker nass ist. Ich überlege immer noch so an den Anfangsgang, ob ich sie quasi koche, dass sie gar sind. Ja? Ja. Und dann immer noch diese Gurkenscheibe so drumherum wickeln als Deko-Ding. Ja, warum nicht? Darf ich die Bohnen kochen, liebes Orakel? Schau nicht hin. Auf deine Gefahr. Deine Gefahr. Wie ernst ist es dir mit den Bohnen? Schon ernst, ich mag Bohnen. Okay, ich mache jetzt hier Wasser in den Topf. Und wahrscheinlich kommt das, sobald ich es reintue. Genau, ganz richtig. Vielleicht kannst du an jedem Satz ein fröhliches Klingelingeling anhängen. Natürlich, Klingelingeling. Es ist sehr viel einfacher, was am Ende des Satzes anzuhängen, als am Anfang. Klingelingeling. Klingelingeling, Klingelingeling. Der Felix, der ist da. Das sehe ich da. Salz, ohne zu fragen. Aha, aha.
Ich dachte, das ist erlaubt, Klingelingeling. Ich dachte, es muss noch irgendwas schmecken, Klingelingeling. Bitte, liebes Orakel, du willst Klingelingeling, du willst doch dann keine... Dann sagst du jetzt Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Na gut, Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Bohnen rein, Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Liebes Orakel, Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Aber guck mal. Wollen wir also Gurken und Spinat... Dings machen. Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Liebes Orakel, dürfen wir dünne Scheiben aus den Gewürzgurken schälen? Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Yes! Ja, weil das so schön war mit dem Eiermann, darf es jetzt auch aufhören und das könnt ihr machen. Yay! Yeah. Schade, ich habe mich schon dran gewöhnt. Klingelingeling, ich bin der Eiermann. Gewürzgurken auf! Also wir haben jetzt immer noch diesen dummen Ahornsirup, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich kippe ihn auf meine Gefahr in den Rotkohl. Sehr gut. Oh, der Ahornsirup wird auf eigene Gefahr verwendet. Ich habe noch nicht genug Weihnachtslieder heute gehört. Wie wäre es denn, wenn Melissa anstimmt? Oh, du Fröhliche. Das würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wie es geht. Kein Problem, ich helfe dir. Oh, du Fröhliche, oh, du selige, Gnade bringende Küchenzeit. Das Orakel ist erschienen, um uns zu erniedrigen. Freue, freue dich, oh Jumtatam Community. Da muss ich jetzt sehr viele Silben unterbringen. Aha, jetzt kriegt langsam Farbe bei dir. Ich leg dir das mal hier rüber, damit es hier auskühlen kann, damit sich keiner von uns verbrennt an dieser sauheißen Zuckerschönheit. Zuckerschönheit. Ich kippe das jetzt hier drauf. Karamell kommt drauf. Denk jetzt nicht, das wäre Ahornsirup, den man einfach so naschen kann. Wollen wir die Champignons anbraten? Auf keinen Fall. Okay, dürfen wir die Champignons dämpfen? Alles rein. Also ich glaube, dass ich es mal so gesehen habe, dass wenn man kein Dämpferkörbchen hat, man das auch so machen kann, dass man sich hier Wasser reinmacht. Und dann kommt das Sieb hier oben drauf und guckt, dass das, die Unterseite nicht im Wasser steht oder auf dem Boden des Topfes kommt, damit das nicht brät in dem Sieb. Und dann Deckel drauf und so. Und dann hat man einen Dämpfer. Let's try. Dürfen wir den Spinat zum Röllchen machen benutzen? Alles rein. Alles rein? Alles rum? Naja, wir können unten ein grünes Bett legen. Ja, das können wir machen. Dann darauf das Rotkohl. Den Rotkohl. Dann die Champignons da reinstellen in den Weihnachtswald. Und dann die Bohnen, wo ich jetzt mal gucken muss, ob die gar sind. Gut, ich hole mal einen Teller. Nee, ich räume jetzt hier erstmal ein bisschen auf und dann hole ich einen Teller. So. Die Bohnen sind gar, ich schütte die mal ab und ich glaube, ich muss um den Topf hier noch so ein Handtuch drumherum wickeln, damit der Wasserlauf nicht an den Seiten entweicht komplett. Bohnen abgießen, ist das hier wieder eine Sauerei bei uns. So, ich schmeiß mal hier die Champignons rein. So, gedämpfte Champignons, das habe ich auch noch nie gemacht, ne? So, Decke drauf, Handtuch drumherum. Und es dampft so leicht überall raus. Perfekt, funktioniert doch. Ast rein. Es wird echt ein großes Spinatbett dann, ne? Ja. Ich versuche mal hier so ein paar Bohnen in so eine Gurke einzuwickeln. Oh, guck mal. Kleine Bohnengürkchen. Das ist doch hübsch, dieses Spinatbett. Wer soll das essen? Also... Das ist auch wieder, ist wirklich so ein Kloppi-Gericht gerade wieder. Voll. Es fehlt einfach der Hauptgang dazu. Ein Steak oder so. Es sieht grauenhaft aus. Ich hab's mir so schön in meiner Fantasie vorgestellt. Ja, der Spinat halt alles. Ja, rein. Du bist schuld. Was? Du wolltest das mit dem Spinat. Ich hätte ihn einfach gekocht. Was machen unsere Pilze? Ja, sehen gedämpft aus. Ja. So, weiter geht's im Text.
So, darf da doch ein bisschen Pfeffer und Salz drauf, liebes Orakel. Auf deine Gefahr. Dann möchte ich gern noch ein Weihnachtslied. Und zwar Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, alle schläft, wacht. Nur das traute, leckere, hochheilige Gericht, esst in himmlischer Ruhe, esst in himmlischer Ruhe. So, aufräumen. Dann essen. Bist du bereit, dieses Meisterwerk zu kosten? Klar! Oh, du fröhliches Weihnachtsgericht! So, Böhnchen und Dings. Ich will ein Stern essen. Und ein Stern. Und ein Stück Spinat. Guten! Guten! Crunch! Mhm. Rotkraut ist eigentlich ganz gut. Der Spinat ist roh. Die Champignons wären besser angebraten gewesen. Und Böhnchen sind halt Böhnchen, ist okay. Alles in allem, sieht gut aus, könnt ihr nachmachen. Müsst ihr aber nicht. Aber wir hoffen trotzdem, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß mit unserem ersten Weihnachtsvideo. Beim nächsten Mal gibt es ein Lebkuchenhaus. Yeah. Yeah, bis dahin dann. Tschüss und vergesst nicht, Daumen nach oben und abonnieren und Glocke und so. Wow. Ta.